Gedanken, sagt man, seien bekanntlicherweise frei. Und jeder denkt, was er will, das stimmt. Und ab und zu werden dabei dann auch Gedanken verbalisiert, wo man sich nachher fragt, was hat der sich wohl dabei gedacht? Und das erinnert mich an ein kleines Schild, was ich mal im Baumarkt gesehen habe, leider nicht gekauft habe, ich muss immer wieder daran denken. Und eigentlich wollte ich das an meine Tür von meinem Büro hinmachen, da steht drauf, bitte sicherstellen, dass das Gehirn eingeschaltet ist, bevor Sie diesen Raum betreten. Ich fand das einen sehr treffenden Ratschlag, wie dem auch sei, den Gedanken freien Lauf zu lassen, ist nicht nur etwas, was wir tun können, sondern wir tun es zum Teil auch tatsächlich. Aber ist es in Ordnung? Ist es in Ordnung, dass wir denken, was wir wollen? Dass wir Gedankenfreiheit haben? Ich habe meinem Duden nachgeschlagen, um zu sehen, wie Gedankenfreiheit dort definiert wird. Das ist ganz interessant. Das heißt, es ist die Freiheit, besonders in weltanschaulicher oder politischer Hinsicht zu denken, was man will. Und seine Meinung dann auch frei zu äußern. Gedankenäußerungen gehen in der Regel Gedankenprozesse voraus. Zumindest wäre es ratsam, wenn wir diese Abfolge einhalten würden. Aber lass mich dir eine Frage stellen. Wie bildest du dir deine Weltanschauung? Wie entscheidest du, wie du durchs Leben gehst, welche Entscheidungen du triffst? Und nur nebenbei bemerkt, jeder von uns hat eine Weltanschauung. Auch wenn er sich dessen nicht bewusst ist oder vielleicht nie so konkret darüber nachgedacht hat, trotzdem haben wir eine. Aber wie kommt sie zustande? Bist du völlig autonom in diesen Dingen? Handelt es sich bei dieser Sache um eine dieser sogenannten Dinge, in die sich gefälligst niemand einzumischen hat? Das ist persönlich, das geht dich nichts an, wie ich denke. Ja, man sieht die Gedanken nicht, aber trotzdem bleiben Gedanken nicht verborgen, wie wir sehen werden. Und was wäre, wenn es tatsächlich verbindliche Maßstäbe gäbe, die wir anlegen sollen, Richtlinien oder sogar Gebote, die uns helfen, Ordnung in unsere Gedankenwelt zu bringen? Wäre es unter Umständen nicht sinnvoll, die Welt und alles, wofür sie steht, was dort passiert, aus biblischer Sicht zu betrachten, um dann die richtigen Schlüsse zu ziehen, wie wir damit umgehen? Hier einige Beispiele im Licht der Bibel betrachtet. Finanzkrise in aller Munde. Auch die Christen schlottern mit den Knien oft, wenn sie davon hören. Aber betrachten wir mal die Finanzkrise aus der Perspektive von Matthäus 6, wo es heißt, wir haben einen Vater im Himmel und er weiß, was wir brauchen. Steht dort nicht, dass er uns immer gibt, was wir wollen. Das ist eine andere Geschichte. Aber er weiß, was wir brauchen und er sagt, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Auch wenn die Finanzwelt zusammenbricht, wir haben einen Vater im Himmel. Wie sieht es aus mit Regierungen, die ja auch alle auf ziemlich wackeligen Beinen stehen? Römer 13,1 lehrt uns, jede Seele sei den Obrigkeiten untertan, denn es gibt keine Obrigkeit außer von Gott. Diejenigen aber, die bestehen, sind von Gott eingesetzt. Vielleicht nicht immer die, die wir uns wünschen, aber die, die Gott eingesetzt hat. Und darin können wir ruhen. Katastrophen, die sich auch häufen. Wir hören viel mehr aufgrund der Medienpräsenz, die es heute gibt. Aber Amos 3,6 lesen wir, geschieht etwa ein Unglück in der Stadt und der Herr hat es nicht bewirkt? Denken wir, dass Gott irgendwelche Dinge entglitten sind in der Welt oder auch in Bezug auf unser persönliches Leben? Wie sieht es aus mit Beziehungen? Ganz heikles Feld. Die Bibel lehrt,
Wir sollen unsere Feinde lieben. Wir sollen einander vergeben, so wie Christus uns vergeben hat. Das ist eine biblische Weltanschauung, eine biblische Sicht von Dingen, wie wir damit umgehen sollen. Gerade auch in Anlehnung an das, was wir gestern von Doug gehört haben. Wir sind oft versucht, uns zu rächen, wenn jemand uns auf die Füße tritt. Aber das ist nicht, was die Bibel lehrt. Und das waren nur einige Beispiele, um aufzuzeigen, wie wichtig es ist, aus welcher Perspektive wir Dinge betrachten und dann auch beurteilen. Salomo, der weiseste Mann, der je gelebt hat, schreibt zu diesem Thema in Sprüche 3,5 folgendes: Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Lass mich an diesem Punkt folgende Behauptung aufstellen, um sie dann auch biblisch zu belegen und zu untermauern. Und zwar folgende: Freiheit, auch Gedankenfreiheit im biblischen Sinne, bedeutet nicht, dass du denken, tun und lassen kannst, was und wie du willst, sondern dass du tun und lassen sollst, was Gott will. Er steckt die Grenzen ab, innerhalb derer wir uns bewegen können, auch mit unseren Gedanken und mit unserem Tun. Und unser Denken muss in Gott, in Gottes Wahrheit gegründet sein und auf Gott, seine Pläne, seine Absichten ausgerichtet sein. Und dem ist von Natur aus nicht so. Das entspricht nicht der Grundprogrammierung, mit der wir alle geboren werden. Manchmal vergessen wir vielleicht nur allzu schnell, dass vor unserer Rettung wir weder imstande waren, noch im entferntesten die Absicht hatten, Gott wirklich zu gehorchen, darauf zu hören, wie er denkt über die Welt, über deine und meine Sünde, über die Art und Weise, wie wir überleben, über unser Leben führen. Wir dachten nicht mal daran. Es hat uns nicht interessiert. Und Römer 3,10 bringt das folgendermaßen auf den Punkt: Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, der die Dinge richtig betrachtet und beurteilt. Da ist keiner, der Gott sucht. Nicht ein einziger. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Und jeder von uns hat dort begonnen. Und wenn wir nicht Acht haben, dann können wir nur allzu leicht wieder in diese Routine hineinfallen, dass wir Gott nicht mehr suchen, dass wir meinen, bei uns selbst klug zu sein, vielleicht auch, weil wir doch einiges jetzt wissen über die Bibel, und Gott nicht mehr suchen und ihn nicht mehr fragen. Dabei ist es alleine der stellvertretende Tod Christi am Kreuz, der bewirkt hat, dass uns Erlösung zuteil wurde, dass wir erkauft wurden und befreit wurden von der Macht der Sünde, damit wir nicht mehr uns selbst dienen, sondern dem Herrn. Als Kind Gottes gehörst du Christus, nicht mehr dir selbst. Und du gehörst Christus mit Haut und Haaren, oder besser gesagt, auch mit all deinem Denken und Tun. Und ihr kennt das Sprichwort: Säe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Säe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Es gibt gute Gewohnheiten und schlechte Gewohnheiten. Die schlechten nennen wir in der Schweiz eine Saumode. Das ist eine ganz blöde Angewohnheit. Sie kleben einen manchmal auch an wie Teer, sie sind schwer loszuwerden, aber sie haben ihre Wurzel in den Gedanken. Es geht weiter: Säe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Hier gibt es wiederum ein Sprichwort: Wie ein Mensch denkt in seinem Herzen, so ist er auch. So ist er, das bist du, das ist dein ganzes Wesen. Und der letzte Schritt: Säe einen Charakter und du erntest dein Schicksal. Es wird bestimmen, wo du am Schluss landest oder eben nicht.
Und Gedanken sind wie Samen, die gestreut werden. Wenn es guter Samen ist, dann soll er aufgehen. Aber Unkraut muss so schnell wie möglich rausgerissen werden. Weil je länger man es gedeihen lässt, je tiefer die Wurzeln greifen, desto schwieriger wird es werden, dieses Unkraut wieder loszuwerden. Und diese Grundwahrheit stimmt 100% überein mit den Ausführungen aus Matthäus 5, wo Jesus sagt, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Was erklärt er ihnen denn in Matthäus 5 in Bezug auf das Reich und wie die Bürger des Reiches beschaffen sind? Er sagt, alles steht und fällt mit deinen Gedanken, mit deinem Herzen. Mord beginnt in deinem Herzen. Unzucht und Ehebruch beginnt in deinem Herzen, in deinen Gedanken. Taten sind nichts anderes als umgesetzte Gedanken. Versuch mal, irgendetwas zu tun, was du vorher nicht gedacht hast. Es geht nicht. Es funktioniert schlicht und einfach nicht. Und deshalb, um Probleme wirklich zu lösen, müssen sie immer an der Wurzel gepackt werden. Wenn wir die bitteren Früchte nicht ernten wollen, muss die schlechte Wurzel eliminiert werden. Die schlechten Gedanken in ihrem Ansatz. Und weil dem so ist, ermahnt auch Römer 12,2 uns dazu, dass wir eben nicht gleichförmig sein sollen dieser Welt. Wir sollen nicht so denken wie die Welt. Und das ist schwierig, wir leben in der Welt. Deshalb ist es ein Prozess, der nicht abgeschlossen ist. Und im Griechischen, das Verb drückt das auch aus. Es heißt, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille ist. Und dieses Verwandeltwerden ist nicht wie bei einem Schmetterling, dass er einmal aus der Raupe schlüpft und dann ist das Ding fertig. Sondern das Verb im Griechischen drückt aus, dass das ein fortlaufender, andauernder, ständiger Prozess ist des Erneuertwerdens in unserem Denken, des Ausgerichtetsein auf Gott. Es ist ein Prozess, der erst dann abgeschlossen ist, wenn wir beim Herrn sein werden. Kolosser 3, die Verse 1 und 2 erklärt, dass, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, wenn ihr Kinder Gottes seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Und wiederum, das Verb hier sind, denkt darüber nach, ist ein Imperativ, ist eine Befehlsform. Tut das und tut es beständig, tut es ohne Unterbruch. Lasst nicht ab davon, euch mit den Dingen zu beschäftigen, die Ewigkeitswert haben. Wir müssen lernen von den zeitlichen Dingen, die oft so nett angepriesen sind, so viel versprechen und doch so wenig halten, wegzukommen, um auf das zu sinnen, was droben ist, was nichts anderes bedeutet, Dinge, die Ewigkeitsbestand haben, und zwar aus der Perspektive Gottes. Und die Frage stellt sich, was suchst du? Worauf sinnst du? Worauf sind deine Gedanken ausgerichtet? In Bezug auf unsere Gedankenwelt lehrt Hebräer 4, dass das Wort Gottes eine scheidende und offenbarende Wirkung hat. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Beurteiler der Gedanken und Überlegungen des Herzens. Dann wird in dem folgenden Vers aufgezeigt, dass alles vor Gott offenbar ist. Jeder Gedanke, auch wenn er noch nicht zur Tat herangereift ist, ist offenbar. Alles ist bloßgelegt vor Gott. Er kennt dich und mich durch und durch.
Und wenn du wissen willst, wie es um dein Herz beschaffen ist, was deine Gesinnung ist, dann ist das nur auf eine Art möglich, indem du dich dem Wort Gottes aussetzt. Wir können uns selbst betrachten, solange wir wollen. Das Einzige, was dabei passiert ist, wir werden wahrscheinlich irr im Kopf. Wir können uns selbst nicht ergründen. Auch der Psalmist im Psalm 139 ruft den Herrn an und sagt, erforsche du mich, o Herr, und zeige auf, ob ich auf bösem Wege bin. Er traut sich selber nicht. Und wir dürfen uns selber nicht über den Weg trauen in diesen Dingen, sondern alleine das Wort Gottes gemeinsam mit dem Geist Gottes kann aufzeigen, was tatsächlich hier drin passiert, was los ist. Es offenbart, es ist ein Richter, ein Beurteiler der Gedanken. Es sagt, das ist gut und das ist schlecht. Das ist richtig und das ist falsch. Und alles ist offenbar. Absolut alles. Und achte darauf, dass die Bibel, wenn sie von Gedanken spricht und von Gesinnung, diese nicht in erster Linie mit unserem Kopf in Verbindung bringt, sondern der wahre Sitz unseres Denkens, unseres Wollens, unseres Seins sind unsere Herzen. Die Wurzel liegt immer im Herzen. Denn aus dem Herzen kommen auch die entsprechenden Taten. Matthäus 15, die Verse 18 und 19. Was aber aus dem Mund ausgeht, kommt aus dem Herzen hervor. Und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Und ihr merkt, wie das unzertrennbar miteinander verknüpft, verkettet ist. Aus dem Herzen kommen Gedanken und die Gedanken werden beschrieben als Taten. Wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Und wir müssen uns bewusst sein, dass wenn wir uns dem Licht der Wahrheit, wenn wir uns diesem zweischneidigen Schwert, wie es hier beschrieben wird, in Hebräer 4 aussetzen, dann ist das oft eine schmerzhafte Erfahrung. Wir schneiden in der Regel nicht besonders gut ab im Licht Gottes. Nun, das wäre tragisch, wenn das die ganze Wahrheit wäre. Aber es ist ja nicht so, dass Gott nur Licht in dein Leben bringt, um aufzuzeigen, wie schlecht du bist, sondern wie ein guter Arzt stellt er zuallererst die richtige Diagnose. Weil nur wenn die richtige Diagnose gestellt wird, kann die richtige Behandlung vorgeschlagen werden. Dann wird operiert und zwar das, was raus muss, wird rausgeschnitten und zwar mit einem zweischneidigen Schwert, das an Schärfe nicht zu überbieten ist. Gott kommt nicht mit einem Brieföffner, um zu operieren, sondern mit einem Schwert, das schärfer ist als irgendetwas anderes. Wie ein guter Chirurg benutzt er das Skalpell genau dort, wo es angesetzt werden muss, damit rausgeschnitten wird, was raus muss. Und wir müssen lernen, die Schritte, wie sie in Hebräer 4 uns aufgezeigt werden, anzunehmen. Und der allererste Schritt ist die Diagnose. Der allererste Schritt ist, dass wir uns ins Licht Gottes stellen, damit es aufzeigen kann, was in uns los ist. Aber dann lesen wir auch in den folgenden Versen 14, dass wir nicht einen Hohepriester haben, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unserer Schwachheit. Er kennt uns durch und durch. Und er mag wohl Mitleid zu haben mit uns. Aber das hält ihn nicht davon ab, zu operieren. Rauszuschneiden, was raus muss. Und dann ist ja auch Genesung da. Und nicht nur Genesung, sondern auch die Möglichkeit, hoffentlich gar nicht mehr so zu erkranken, sondern präventiv zu wirken. Das lesen wir dann in Vers 16, wo es heißt, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden
zu rechtzeitiger Hilfe. Rechtzeitig, bevor das Unglück passiert ist. Rechtzeitig, damit wir schlechte, böse Gedanken bereits im Keim ersticken können und ihnen gar nicht erst den Nährboden bieten, wo sie heranwachsen können und Wurzeln schlagen und ihre bitteren, bösen Früchte heranreifen können. Aber die Schritte sind gemäß Hebräer 4, 12 bis 16 Diagnose, dann OP und dann Genesung und Heilung. Und dann wirst du entlassen aus dem Spital mit dem guten Ratschlag, gewisse Dinge zu beachten, damit du nicht mehr an dieser selben Krankheit erkranken wirst. Gottes Wort offenbart das, seine Wahrheit. Wie es auch in Johannes 8, 32 heißt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen von Sünde, von all dem, was nicht mit Gott übereinstimmt. Die Wahrheit, Gottes Wort, wird uns frei machen von verdrehtem Denken, damit wir in der Folge dessen richtig leben, für Gott leben, weil unsere Herzen gesund geworden sind. Und wir lesen das auch im hohepriesterlichen Gebet, wo Jesus für seine Jünger betet in Johannes 17, 17, wo er sagt, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Heiligung bedeutet nichts anderes als abgesondert sein von Sünde. Und das ist der Prozess, der auch in unserem Herzen stattfinden muss, dass sündige Gedanken bereits im Keim erstickt werden. Denn wie gesagt, tun und denken sind untrennbar miteinander verbunden. Tun und denken sind nicht voneinander zu trennen. Und weil dem so ist, fordert Paulus zum Beispiel in Philipper 4, die Philipper auch dazu auf, in Vers 8, im Übrigen, Brüder, alles, was wahr, alles, was würdig, alles, was gerecht, was rein, was lieblich, alles, was wohllautend, wenn es irgendeine Tugend, wenn es irgendein Lob gibt, dies erwägt. Darüber denkt nach. Paulus fordert hier die Leser und uns mit ihnen auf, unsere Gedanken auf gewisse Dinge auszurichten und andere wegzulassen. Unsere Gedanken sind nicht wie eine Kompassnadel, die automatisch immer nach Norden in die richtige Richtung zeigt und uns den Weg weist. Nein, du musst etwas unternehmen. Du musst deine Gedanken in die richtige Richtung lenken. Es ist deine Verantwortung, über die richtigen Dinge nachzudenken, wie wir hier in Philipper 4 lesen. Es ist eine Aufforderung, im Übrigen, Brüder, dies erwägt. Und dann ist eine Auflistung von Dingen. Und prüfen wir uns, ob wir unsere Gedanken mit diesen Dingen füllen oder aber auf diese Art und Weise über Situationen, über Menschen nachdenken. Oder ob wir manchmal nur allzu schnell bereit sind, unseren Farbkasten hervorzunehmen und mit einem leichten Grau zu beginnen, nur um zu dunkelgrau, zu nachtschwarz vorzuschreiten und alles schwarz ausmalen, obwohl es immer Hoffnung gibt. Wie wir das gestern wirklich sehr schön gehört und gelernt haben von Doug, auch wenn wir manchmal so nah dran sind, entmutigt alles hinzuschmeißen, gibt es immer Grund zur Hoffnung. Es gibt immer Grund zur Hoffnung. Aber es ist auch meine Verantwortung, wie gesagt, über die richtigen Dinge nachzudenken. Wer seinen Gedanken freien Lauf lässt, wage ich zu behaupten, begibt sich in der Regel auf ein sehr gefährliches Gebiet, um nicht zu sagen, feindliches Territorium. Nun, ist es einfach, seine Gedanken im Zaun zu behalten? Nein, das ist es leider nicht. Sie gleichen manchmal eher wilden und reißenden Tieren als diesen netten, sanften Schäfchen, die auf der Weide sich tummeln und so unschuldig aussehen.
Erinnert euch, Taten sind die Folgen von Gedanken. Galater 5,15. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr voneinander nicht verzehrt werdet. Wow. Gemeindekannibalismus. Nicht unüblich. Und dass wir einander auffressen, wie es hier sehr bildlich, sehr treffend beschrieben wird, ist die Folge dessen, dass wir lange genug über Dinge gebrütet haben, bis uns letztendlich der Kragen platzt und wir einander an die Gurgel gehen. Und davon gibt es mehr als genug in den Gemeinden. Und es hat damit zu tun, dass wir schon im Grund unseren Gedanken freien Lauf lassen und es überhaupt so weit kommen lassen. Und Paulus wusste sehr wohl, dass diese Gedankenwelt nichts mit einer idyllischen, verträumten Parklandschaft zu tun hat, wo man an einem ruhigen Fluss entlang unter Weidenbäumen spaziert und über Dinge nachsinniert. Nein, die Gedankenwelt gleicht vielmehr einem brutalen, gnadenlosen Kriegsschauplatz, wo Waffenstillstand ein Fremdwort ist. Es gibt keinen Waffenstillstand in der Gedankenwelt. Es gibt kein Abkommen zwischen guten und bösen Gedanken. Böse Gedanken müssen raus. Sie müssen genauso radikal eliminiert werden, wie wir es bei Rick gehört haben, das Auge muss raus, die Hand muss raus und genauso müssen auch diese Gedanken raus durch das zweischneidige Schwert Gottes, das an unseren Herzen operiert. Und vielleicht denkst du jetzt, Moment, jetzt übertreibst du aber ein bisschen. So ernst kann das ja nun wirklich nicht gemeint sein. Lass uns mal lesen, was Paulus hierzu schreibt. Kolosser 2,8. Gebt Acht. Worauf? Gebt Acht, dass nicht jemand da sei, der euch als Beute wegführt. Ziemlich bildhafter Ausdruck. Was für eine Beute? Als Beute wegführt durch die Philosophie und durch eitlen Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus. Der menschliche Verstand kommt mit vielen Ideen und Ratschlägen. Aber sie sind weltlich. Sie haben oft nichts mit dem zu tun, was Gottes Wort uns lehrt. Gerade in der Seelsorge finden wir oft eine Menge gut gemeinte, aber völlig unbiblische Ratschläge. Philosophie, eitler Betrug, Überlieferungen der Menschen, Elementen der Welt, so wie die Welt denkt, so wie wir in Römer 12 angewiesen werden, nicht gleichförmig zu sein dem Denken dieser Welt, sondern beständig uns verwandeln zu lassen. Wir verwandeln nicht uns selbst, das Verb steht im Passiv. Wir sollen das Wort Gottes wirken lassen in unserem Leben, beständig, damit Gott in uns durch sein Wort und seinen Geist bewirkt, wozu er uns berufen hat. Weil sonst werden wir als Beute weggeführt. Im Korintherbrief bringt Paulus es noch mehr auf den Punkt, 2. Korinther 10, dieses Bild von einem Kriegsschauplatz, 2. Korinther 10, 3 bis 6. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich. Mächtig, sie sind mächtig, sie haben genug Kraft, wozu? Mächtig zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Nicht mehr wir werden als Beute und Gefangene weggeführt, sondern unsere Gedanken sollen gefangen genommen werden und als Beute weggeführt werden. Genau das Gegenteil. Wir dürfen nicht Opfer unserer Gedanken werden, sondern wir in der Kraft Christi, weil es heißt hier, diese Waffen, die uns zur Verfügung gestellt sind, sein Wort und sein Geist sind mächtig. Sie sind durchaus in der Lage, diese Festungen zu zerstören und uns davor zu behüten,
dass wir weggeführt werden. Aber wie werden wir fähig, so zu kämpfen? Benedikt hat schon einiges dazu gesagt und wir werden noch mehr dazu hören. Das Grundprinzip finden wir auch in Epheser 4,14, wo Paulus warnt bzw. uns dazu ermutigt, nicht mehr Unmündige zu sein. Unmündige sind kleine Kinder. Kleine Kinder machen oft gedankenlose Dinge. Wir haben 6 davon, glaub mir, ich weiß, was für Ideen in den Kinderköpfen rumspuken können. Und Gott sei Dank gibt es wirklich Schutzengel. Ich glaube, diejenigen, die für unsere Kinder zuständig sind, schwitzen immer schon, wenn sie ihren Arbeitstag antreten. Weil unsere Kinder manchmal so Gedanken, sie können Gefahren nicht abschätzen. Sie tun Dinge, die sie sehr lustig finden, bei denen du fast einen Herzinfarkt kriegst, wenn du zuschaust. Sie sind unmündig. Sie wissen es noch nicht besser. Wenn sie mit 20 sich noch so benehmen, dann wird's ernst. Wir sollen nicht Unmündige sein. Hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, der durch die Betrügerei der Menschen kommt, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenen Irrtum. Ausgefeilte Gedanken, wie man Kinder Gottes auf Abwege bringt. Schön christlich verpackt. Der Wolf im Schafspelz, wie er dargestellt wird. Die falschen Propheten, vor denen so oft gewarnt wird. Der Engel der Finsternis, der als Engel des Lichts auftritt. Listig ersonnen. Und wer nicht feststeht, wer wie ein kleines Kind ist, Hebräer 5 spricht auch davon, von solchen, die noch Milch brauchen, anstatt feste Speise. Der Hebräerbriefschreiber sagt, ihr solltet längst Lehrer sein, aber euch muss man wieder die Flasche geben. Stellt euch mal vor, ich hätte hier einen von euch Männern auf dem Arm und würde ihm die Flasche geben. Ein ziemlich groteskes Bild, oder? Aber genau davor wird gewarnt. Babys, 20, 30, 40-jährige Babys. Weil wir nicht gelernt haben, richtig zu denken. Das ist tragisch. Nicht nur für uns. Es ist tragisch für die Gemeinde. Und es ist tragisch für die Ehre Gottes. Lass mich zurückkommen zu der Behauptung, was Freiheit im biblischen Sinne ist. Freiheit im biblischen Sinne bedeutet eben nicht, dass du denken, tun und lassen kannst, wie es dir gerade passt, sondern dass du denken und tun sollst, was Gott will, nicht was du willst. Als die Jünger zu Jesus kommen und ihn bitten, ihnen beizubringen, wie man betet, was sind die ersten 3 Dinge, die er sagt? Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Nun, damit Gottes Wille in deinem und meinem Leben geschehen kann, muss ich ihn zuerst kennen. Ich kann nicht tun, was jemand will, wenn ich nicht weiß, was er will. Es geht nicht. Dein Wille geschehe. Jesus sagt, dass er gekommen ist, den Willen des Vaters zu tun. Er tut nichts als nur das, was der Vater ihm zeigt. Nur das, was der Vater ihm sagt. Das war seine Gesinnung. Das war sein Denken, was sein Handeln letztendlich hervorgerufen hat und bewirkt hat. Und wir schlagen dazu auf Philipper 2, 5. Und lasst mich euch sagen, dass das mit einer der absolut zentralsten Stellen ist für dich und mich, wenn wir ein Leben als Kinder Gottes führen wollen, das den Vater ehrt und uns die Freude und den Frieden gibt, nach der wir uns sehnen. Philipper 2, 5 bis 11 ist absolut fundamental und zentral für dein und mein Christenleben. Paulus schreibt hier,
denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Diese Gesinnung sei in euch. Wiederum, das Verb, was hier steht, ist ein Imperativ. Es ist eine Befehlsform. Das ist nicht eine Meinung, ein Ratschlag oder eine von verschiedenen Optionen. Im Griechischen ist es sogar noch explizit so formuliert, diese Gesinnung, keine andere, nur ausschließlich diese Gesinnung, diese, die in Jesus Christus war, muss in euch sein. Wenn du und ich denken und handeln wollen wie Christus. Und das Verb drückt wiederum aus, dass das etwas ist, was nicht einfach mal passiert. Ja, wir kriegen die Natur Gottes, damit wir fähig sind, Gott wohlgefällig zu lieben, wenn wir allen Fleiß darauf anwenden. Wenn wir diese Gesinnung in uns haben und ihr Raum geben, man kann es auch so übersetzen, achte beständig darauf, Jesu Gesinnung zu haben, so ausgerichtet zu sein, wie er. Jeden Tag, die ganze Zeit, darauf achten, diese Gesinnung und keine andere zu haben. Und diese Aufforderung hier, die greift Paulus nicht einfach aus der Luft und denkt, naja, eigentlich wäre es mal wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen. Nein, eigentlich im Philipperbrief verhält er sich im gewissen Sinne wie ein geschickter Anwalt, der ein Argument aufbaut, eine Beweisführung, um die Geschworenen letztendlich dahin zu bringen, dass sie den richtigen Schluss ziehen. Der gesamten Verhandlung, in Anführungs- und Schlusszeichen, können wir momentan aus Zeitgründen nicht beiwohnen, aber ich kann euch ganz kurz aufzeigen, entlang welchen Hauptpunkten, welche Indizien, welche Beweise Paulus auf den Tisch legt, um am Höhepunkt im Philipperbrief anzugelangen, diese Gesinnung sei in euch. Im Gegensatz zu einer üblichen oder normalen Gerichtsverhandlung geht es hier aber nicht in erster Linie darum, jemanden für schuldig oder nicht schuldig zu erklären, sondern es geht darum, diese Aufforderung aus Kapitel 1, 27 zu erfüllen, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus. Wandelt würdig. Ihr findet das überall. Einen würdigen Wandel zu führen, damit Christus nicht nur durch unsere Worte, nicht nur durch unsere Lieder, sondern mehr als alles andere durch dein und mein Leben geehrt wird. Mehr als alles andere, achte darauf, dass du würdig wandelst des Evangeliums. Und die Aufforderung, die ist klar verständlich. Die Umsetzung, naja, die gestaltet sich manchmal ein bisschen schwieriger. Aber lasst uns nun sehen, wie Paulus das Ganze miteinander verbindet. Es beginnt in Kapitel 1, Vers 9, die Beweisführungen. Ihr seid jetzt quasi die Geschworenen und hört zu, macht euch Notizen, damit ihr nachher, wie es in den Filmen jeweils ist, nach vorn gehen könnt und dem Richter den Zettel übergebt, wo euer Urteil draufsteht, okay? Beweisführung, Beweis Nummer 1. Paulus betet für das, was er im Leben der Philipper sehen möchte. Philipper 1, 9. Und um dies bete ich, okay? Worum? Dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht. Warum? Damit ihr prüfen mögt. Was gilt es denn zu prüfen? Was das Vorzüglichere ist, damit ihr lauter und ohne Anstoß seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus zur Herrlichkeit und zum Preise Gottes ist. Und achtet darauf, Paulus betet hier, dass Liebe gemeinsam mit Erkenntnis überströme. Denn Liebe ohne Erkenntnis ist Gefühlsduselei. Nettes, warmes Gefühl vielleicht ums Herz rum.
Erkenntnis ohne Liebe ist so kalt, dass einem selbst bei 30 Grad die Füße einfrieren oder das Herz. Sie gehören zusammen. Und einer der zerstörerischsten Slogans, der sich in den letzten 20 Jahren in der Gemeinde eingenistet hat, lautet: Liebe eint und Lehre trennt. Meine lieben Geschwister, die Bibel macht keine solche Unterscheidung. Lehre und Liebe sind die zwei Seiten ein und derselben Münze. Es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern erst wenn die beiden sich die Hand reichen, werden wir in der Lage sein, richtig zu beurteilen, mit dem richtigen Maß an Liebe, gegründet in Gottes Wahrheit und Erkenntnis. Und das ist das, was Paulus den Philippern wünscht. Dafür betet er. Das bestimmt eigentlich die Stoßrichtung dessen, was im Philipperbrief nachher entfaltet wird. Sie sollen wachsen in Erkenntnis und in Liebe, damit sie untereinander wieder Ruhe kriegen in ihrer Gemeinde. Weil da war ziemliche Unruhe in der Gemeinde in Philippi. Okay, wachst in Unterscheidungsvermögen. Punkt 2, damit ihr würdig wandelt, das ist Vers 1, 27. Wandelt nur würdig des Evangeliums. Damit wir würdig wandeln, brauchen wir Urteilsvermögen, Unterscheidungsvermögen, Liebe und Lehre, beides zusammen. Punkt 3, denn ein würdiger Wandel zeugt von einer echten Errettung. Das lesen wir in Vers 28. Jesus formuliert es so: An den Früchten erkennst du den Baum. Ein Wandel ist sichtbar. Sichtbar. Für alle wahrnehmbar. Unterscheidungsvermögen soll zu einem würdigen Wandel führen, der von der Echtheit unserer Rettung zeugt. Und das wiederum gründet darin, Punkt 4, weil uns alles geschenkt ist, weil wir alles bekommen haben, was man braucht, um so zu leben. Nämlich Glauben und Leidensfähigkeit. Kapitel 1, 29. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Bist du dir bewusst, dass beide diese Dinge ein unverdientes Gnadengeschenk Gottes sind? Und wisst ihr, was das Schönste ist an Weihnachten? Nicht unbedingt die Geschenke, die man kriegt. Ich genieße es immer zuzuschauen, welche Gesichtsausdrücke die Leute haben, wenn sie Geschenke bekommen. Und es gibt eigentlich zwei. Es gibt die, wo sich die einen kaum erhalten können, weil sie sich so freuen über das Geschenk, weil es genau das ist, was sie schon immer haben wollten. Und wow! Und dann gibt es andere Geschenke. Oh, das ist aber sehr lieb von dir, dass du an mich gedacht hast. Am besten gleich wieder einpacken und weiter verschenken. Glauben, ah ja, das ist super. Das nehmen wir gerne dankend an. Leiden, muss das sein? Ja, beides ist in genau demselben Maße, mit demselben Ziel und derselben Absicht uns gegeben, nämlich uns zu einem würdigen Wandel zu befähigen. Wenn man gleich wegrennt oder die Flinte ins Korn wirft, wenn es mal ein bisschen steiler am Berg hinaufgeht, wenn es ein bisschen drückt, wenn einem der Wind ein bisschen rauer ins Gesicht bläst, leiden, das ist kein würdiger Wandel. Jeder kann fröhlich und happy sein, wenn alles so läuft, wie er sich das vorstellt. Aber in Leiden noch Freude zu haben, das ist ein Geschenk Gottes. Genauso wie den Glauben. Und mögen wir beides mit selben Dankbarkeit annehmen. Wir haben alles, was wir brauchen. Und Paulus weiß, wovon er spricht. Und deshalb sagt er, wir haben Glauben und Leiden. Und er spricht aus Erfahrung. Wenn wir es nicht glauben, dann lesen wir 2. Korinther 11, 23 bis 29.
Da berichtet ein Paulus, ein Apostel, ein auserwähltes Werkzeug Gottes davon, wie sein Leben ausgesehen hat. Und dann vergleich's mit deinem. Glauben und Leiden, das war der vierte Punkt. Der fünfte Punkt in der Beweisführung, Kapitel 2, Vers 1. Falls ihr Zweifel daran haben solltet, ob ihr alles habt, was ihr braucht. Manchmal denken wir ja, Gott hat uns nicht gegeben, was wir brauchen. Ich kann nicht. Ich kann nicht, gibt es nicht im biblischen Sinne. Ich will nicht. Ich will nicht oder vielleicht will ich nicht oder kann nicht, weil ich nicht weiß, was Gott mir alles geschenkt hat. Deshalb erinnert Paulus die Philipper und uns nochmal daran, auf eine ganz nette Form. Er weist sie nicht zurecht, sondern indem er eine Frage stellt, gibt er ihnen die Möglichkeit, ihr Gesicht zu wahren, indem sie sagen, ah ja, stimmt. Eigentlich wissen wir das ja alles. Weil die Frage, die ihr hier stellt, ist nicht wirklich eine Frage. Es ist eine rhetorische Frage. Wenn es nun irgendeine Ermunterung gibt in Christus, und man müsste dahinter schreiben, und die gibt es, wenn irgendeinen Trost der Liebe, und den gibt es, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, und die gibt es, wenn irgend innerliche Gefühle und Erbarmungen, und die gibt es auch, so erfüllt meine Freude. Wiederum, wir müssen eins verstehen. Gott erwartet nichts von dir und mir, wozu er uns nicht vorher ausgerüstet hat. Sonst könnten wir uns ja dieser Dinge rühmen. Aber aller Ruhm gebührt Gott. Er hat uns alles gegeben. Glauben, Leidensfähigkeit, Ermunterung in Christus, Trost der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, innerliche Gefühle und Erbarmungen. Und weil wir das alles haben, deshalb nun so auf diese Art und Weise erfüllt meine Freude. Erfüllt meine Freude. Ein würdiger Wandel wirkt Freude. Wisst ihr, Kinder Gottes, die immer rumlaufen, als hätten sie gerade in eine Zitrone gebissen, sind nicht besonders einladend für Ungläubige, sich uns anzuschließen. Und denken sie, naja, von dem habe ich genug, da muss ich nicht extra noch mich euch anschließen. Freude, meine lieben Geschwister, wenn es irgendjemand gibt, der Grund hat, sich zu freuen, wenn nicht wir, wer dann? Wir wissen, wo unsere Zukunft liegt. Richtig? Wir wissen, dass wir ein Haus beim Vater haben. Jesus sagt, er geht hin und bereitet uns eine Stätte und er kommt wieder, damit da, wo er ist, auch wir sind. Wir wissen, wo die Reise hingeht. Und ganz zu Anfang, Finanzkrise, was soll's? Wir haben einen Papa im Himmel. Denkst du, meine Kinder machen sich nur einen einzigen Moment darüber Sorgen, ob der Kühlschrank morgen wieder voll ist oder ob sie Kleider kriegen? Dieses kindliche Vertrauen dürfen wir nicht verlieren. Gott sorgt und er ist ein Gott, der nicht lügen kann. Und wenn er sagt, dass er es tut, dann tut er es auch. Sei es, dass er uns die Dinge gibt, die wir brauchen oder die Gnade, die wir brauchen, um auch unter widrigen Umständen nicht zu knicken und ihm die Ehre zu geben. Aber er sorgt für uns. Und wir sollten nicht ein breites Grinsen immer auf dem Gesicht, aber diese tiefe innere Freude in unserem Herzen, wo wir wissen, wo wir hingehören. Wo wir sagen, ich weiß, mein Erlöser lebt und ich weiß, dass er wiederkommt und ich weiß, dass die Leiden der Jetztzeit nichts wiegen im Vergleich zur überschwänglichen Herrlichkeit, die offenbart wird, wenn wir bei ihm sein werden. Dieser Blick auf die Ewigkeit, auf das, was kommt, muss dein und mein Leben prägen, damit wir jetzt unseren Lauf auch vollenden, Freude haben, auch wenn es mal ein bisschen harzig wird, auch wenn es mal nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen. Und wir wollen doch alle Freude haben, richtig? Aber wir sind alle Menschen, wir sind schwach und Paulus weiß das auch. Und wie ein guter Anwalt, der seine Beweisführung eben führt und die Leute überzeugen will, erinnert er sie in den folgenden Versen 3 bis 4 nochmal, falls wir wieder vergessen haben sollten, wie ein würdiger Wandel aussieht, daran, wie er aussieht. Er definiert eigentlich würdigen Wandel
Zuerst, indem er ihn beschreibt, und dann, und das ist der Höhepunkt, wo wir gleich landen werden, indem er uns Christus selbst vor Augen malt. Aber er definiert ihn kurz, ab Vers 2, so erfüllt meine Freude, dass ihr gleichgesinnt seid. Wieder dieses Wort, Gesinnung. Die gleiche Gesinnung habend, dieselbe Liebe habend, einmütig, eines Sinnes, nichts aus Streitsucht oder eitlem Ruhm tuend, sondern in Demut einer den anderen höher achtend als sich selbst. Ein jeder nicht auf das Seine sehend, sondern ein jeder auf das des anderen. Das ist der Vorgeschmack auf die Gesinnung, die in uns sein soll, die Jesus in vollkommener Form gelebt hat und die in den Versen 5 bis 11 jetzt für uns nochmal hier dargestellt wird. Und damit all diese Dinge, diese 7 Punkte, die wir bis jetzt gelesen haben, erfüllt werden können, ist es zwingend notwendig, diese Gesinnung in uns zu haben, die auch in Christus war. Weil keine andere taugt für diese Art von Leben. Keine andere wird uns dazu befähigen, in Leiden Freude zu haben, uns selbst niedriger einzustufen, um den anderen höher zu achten oder nicht höher von uns zu denken, als uns zu denken gebührt. Wisst ihr, die Menschen haben keine wirklichen Minderwertigkeitskomplexe. Minderwertigkeitskomplex ist nur eine getarnte Form von Größenwahnsinn. Ja, weil wir meinen, wir kriegen nicht, was uns zusteht, weil wir meinen, wir seien so wichtig, dass alles sich um uns drehen muss. Wir haben eine sehr hohe Meinung von uns selbst in der Regel. Glaub mir, Selbstwertgefühl ist nicht das Problem, sondern Selbstverleugnung. Das ist eher das Problem. Und die Aufforderung, die jetzt kommt, das ist quasi der Kronzeuge. Das ist sein Kronzeuge, den er jetzt in den Zeugenstand hier ruft. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der da in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte. Er hat es selber getan. Er musste niemand nachhelfen. Er war bereit, aus sich heraus, sich selbst zu nichts zu machen, Knechtsgestalt anzunehmen. Wie hat er das getan? Indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist. Wir sind Menschen. Er wurde zu einem oder wurde uns gleich, indem er sich dieser Dinge entledigte. Wir nehmen sie nur allzu gern an. Es ist genau umgekehrt. Wir sind verdreht. Wir müssen lernen, richtig zu denken. Die richtige Gesinnung ist nicht, sich Dinge zu nehmen, sondern sie sich geben zu lassen, wie Christus letztendlich sich auch alles hat geben lassen vom Vater und sich nicht selbst erhöht hat. Er hat sich nicht selber erhöht. Er hat sich selbst erniedrigt, lesen wir in Vers 8. Und wie hat er das getan? Indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und darum, weil er bereit war, sich selbst zu nichts zu machen, sich selbst erniedrigte, gehorsam wurde, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm Namen, einen Namen gegeben, der über jedem Namen ist. Erhöhung ist nicht unsere Aufgabe. Erhöht zu werden, das weiß Gott, wann, für wen der richtige Zeitpunkt ist. Sei das bei der Arbeit, in der Familie, auch in der Gemeinde, wo immer. Gott weiß, wann wir erhöht werden können. Wenn wir bereit und reif genug sind, einen Schritt weiter zu gehen. Unsere Aufgabe ist es nicht, uns selbst ins Rampenlicht zu stellen, uns gut zu verkaufen, so wie wenn wir uns für einen Job bewerben. Unsere Aufgabe ist, dem Beispiel Jesu zu folgen und uns zu erniedrigen, zu nichts zu machen, bereit zu sein, zu dienen. Das war die Gesinnung, die hier aufgezeigt wird. Und sie zeichnet sich dadurch aus, was Jesus nicht tat, das ist das Erste, sondern was er tat, und da müssen wir aufpassen, dass wir das nicht verpassen, dass wir auch das nicht tun, was Jesus nicht tat, sondern das, was er tat. Und dann wird aufgezählt, wie er das tat, indem das Mittel dazu. Und dann kommt das Darum des Vaters. Das ist das letztendliche Ziel.
Lass uns das nochmal kurz lesen. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm Namen gegeben, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Letztendlich geht es immer um Gott und um seine Verherrlichung. Wir sollen die Gesinnung Jesu haben. Ohne sie werden wir nicht in der Lage sein, seinem Beispiel zu folgen. Ohne dieses Denken werden die entsprechenden Taten nie folgen. Und Jesus kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er kam, um zu dienen, nicht um bedient zu werden, obwohl er der König der Könige war und der Herr der Herren. Er hat sein Leben hingegeben, nicht selbst verwirklicht. Und er war bereit, dem Vater zu verherrlichen durch Gehorsam. In Johannes 14, der Abschiedsrede an die Jünger, sagt er den Jüngern: Wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote. Das Halten der Gebote, der Gehorsam ist ein Ausdruck der Liebe. Und selbst Jesus hat uns das vor Augen gemalt, indem er dem Vater in allem gehorsam war. Er, der Sohn Gottes, der Mensch gewordene Gott, hat sich dem Vater untergeordnet und ist gehorsam gewesen bis zum bitteren Ende. Und nur wenn wir diese Gesinnung haben, werden wir auch das Verlangen haben und Freude darin finden, die Gebote Gottes zu halten. Weil wir wissen, dass er gut ist, dass er uns mit allem ausgerüstet hat, was wir brauchen. Und wir werden nicht nur seine Gebote halten wollen, sondern wir werden auch diese Retterliebe in uns haben für eine verlorene Welt. Manchmal ist es erschreckend, wie gleichgültig die verlorene Welt um uns herum uns geworden ist. Wir sind so auf uns selbst fixiert, auf die Gemeinde und auf unsere Wünsche und Wehwehchen, dass wir völlig vergessen, dass eine Welt um uns herum verloren geht. Jesus ist gekommen, um zu retten und zu suchen. Auch das zeichnet seine Gesinnung, seine Absichten, seine Pläne aus. Aber wenn mein Leben von Egoismus und Bequemlichkeit, Selbstverwirklichung anstatt Selbstverleugnung gekennzeichnet ist, dann ist da kein Platz für Gott. Dann werden wir nicht verwandelt durch sein Wort. Habe also Acht auf deine Gesinnung. Lass diese Gesinnung in dir sein, die auch in Christus Jesus war, und keine andere. Und lass mich abschließen mit den Worten aus 1. Petrus, 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 21, die so deutlich uns nochmal vor Augen führen, wie dein und mein Leben, das Leben aller Kinder Gottes, eigentlich beschaffen sein sollte. Falls du dich je gefragt hast, was deine Berufung ist, hier ist die Antwort. Denn hierzu seid ihr berufen worden. Das gilt allen Kindern Gottes. Diese Berufung ist universell. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr ihn toll findet. Damit ihr auf Facebook anklickt, I like. Damit ihr Fans werdet und findet, das war doch toll. So sollte man es machen. Ich habe diesen Mann noch nie getroffen. Wenn ihr ihn mal trefft, stellt mich ihm bitte vor. Nein, er hat uns ein Beispiel hinterlassen mit der Absicht, mit dem Ziel, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Und Fußstapfen ist noch ein bisschen enger gestrickt als nur der schmale Weg. Fußstapfen ist das Bild von im Winter durch tiefen Schnee gehen und Fußstapfen zu hinterlassen. Und wenn du ein bisschen Verstand hast und schon mal durch tiefen Schnee gegangen bist, wirst du darauf achten, genau in die Fußstapfen deines Vorgängers zu treten, weil der Weg bedeutend einfacher zu gehen ist, als wenn du ein bisschen neben ihm oder selbst hinter ihm folgst, aber nicht in diesen Fußstapfen gehst. Und Jesus ist uns vorangegangen. Er ist der gute Hirte.
Und wir tun gut daran, ihm nahe zu folgen, in unserem Denken und in unserem Tun, denn das ist unsere Berufung, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Vers 22, der keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Mund gefunden, der Gescholten nicht widerschallt, leidend nicht drohte. Wiederum dieses Nicht, sondern, das sind die Dinge, die wir lassen sollen, was sollen wir tun? Sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, sprichwürdig wandeln, durch dessen Striemen ihr heil geworden seid, denn ihr gingt alle in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Und möge Gott es schenken, dass Christus wirklich der Hirte und Aufseher unserer Seelen ist, dass wir ihm die Aufsicht auch über unsere Herzen und unsere Gedanken voll und ganz anvertrauen. Und auch stillhalten, wenn er uns beschneiden will, durch sein zweischneidiges Schwert, genauso wie die Rebe gereinigt werden muss, damit sie mehr Frucht bringt. Er ist der gute Hirte. Wir sind seine Schafe. Er ist uns vorausgegangen, damit wir ihm folgen. Lass mich abschließen mit Gebet. Herr Jesus Christus, du bist der Hirte und der Aufseher unserer Seelen. Und danke, dass wir gerade auch im Philipperbrief diese Worte lesen von Paulus, die auch uns gelten, denn ich bin gewiss, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch vollbringen wird auf den Tag Christi. Herr, wir wissen, wohin die Reise geht. Und wir wissen, dass wir sicher am Ziel ankommen werden, weil du es gesagt hast, weil du dich selbst dafür verbürgst. Herr, lass uns mehr und mehr erkennen, wer du bist, wie du bist, was du uns für uns getan hast, damit auch wir willig werden und mit Freude, mit Bereitschaft dir nachfolgen, Herr. Und der Vater im Himmel durch unseren Gehorsam, durch unseren liebevollen Gehorsam auf diese Art und Weise geehrt und verherrlicht wird. Vergib, wo wir wie störrische Esel uns benehmen, wo wir meinen, klüger zu sein als du, wo wir uns nicht unter dein Wort stellen, sondern darüber erheben. Lass uns in allem dir nachfolgen, Herr. Gib, dass deine Gesinnung wirklich in unser aller Herzen Raum gewinnt und wir beständig verwandelt werden in das Bild deines Sohnes, damit wir würdig wandeln, zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung. Amen.